Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Unsere kleine Mia kriecht immer noch hier ein bisschen rum und wir brauchen auf jeden Fall Königsfarn, um diese Angelköder zu machen. Ich könnte ein bisschen Zucker gebrauchen, ja, und ich brauche Königsfarn. Hast du nicht ein bisschen Königsfarn für mich da? Ach Mann, ich glaube auch, der wächst halt nicht im Winter, der Königsfarn. Oh mein Gott, ich brauche ja einen Königsfarn, um so einen großen, fetten Angelköder zu machen. Ich muss den wahrscheinlich dann beim Erdgnom kaufen. So, hier haben wir Oregano. Warte mal, das könnte man alles ernten hier. Das ist noch nicht fertig. Die Karotten sind aber fertig. Hier ist auch noch was fertig. Sehr gut. Dann brauchen wir ja wieder ein bisschen was. Moment, also wir haben die und wir haben die. Das sind aber 4 Stück. Das reicht noch nicht. Okay. Die Karotten kann ich hier. Ja, Chinakohl. Ist halt nur eine Nullrunde dann, ne? Ja, Momentchen mal, ich habe ja hier Karotten. Ah, die ist noch nicht fertig, okay. Aber die 2 Sechser kann ich auf jeden Fall hier hinpacken. Und dann kann ich... So. Oh mein Gott, ist das ein Sturm hier draußen. Ich habe halt nichts Gutes mehr hier für den Winter, ne? Aber ich bin ja schon am 18. Tag, also von daher... ja, jetzt habe ich Karotten gekriegt. Sehr gut. Ah ja. Jetzt habe ich Karotten gekriegt. Okay. Oregano. Ich schmeiße es nicht weg. Ich denke mal, das brauche ich wahrscheinlich noch für irgendwas. Irgendwann. Eieiei, aber wo kriege ich den Königsfarn her, um die besseren Angelköder zu machen? Da muss ich doch mal ein bisschen hier durch die Gegend laufen. Und schauen, dass ich das... Man braucht wirklich alles in dem Spiel. Irgendwann wird alles benötigt. Aber ich habe ja eigentlich auch zumindest eine neue Errungenschaft freigeschaltet, weil ich bin ja am Angeln aufgestiegen und müsste ja eigentlich dann auch... So, schnapp dir mal die Eier. Ah, das sind 8er Eier, das sind aber immer nur 2. Das ist ein bisschen schade, aber okay. Das passt schon. So, was haben wir denn hier? Naja, dann machen wir hier die 3er-Eier. Ah, Mann, wenn ich das sehe hier schon wieder. Das brauche ich alles nicht. So, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Dann packe ich hier gleich die 6er rein. Hier die 4er, das nehme ich mit. Und die anderen Eier kommen hier rein. So, Samen von Ananas. Ich denke mal, hier ist auch schon wieder was fertig. In unserem Gewächshaus. Melonsamen nehme ich noch mit. Blumen kann ich hier reinpacken. Hier habe ich auch auf jeden Fall Samen fertig. Keine Ahnung, wann ich die pflanzen kann. Muss ich mal gucken. Oh, die kann ich sogar im Winter aussehen. Na, das passt doch. Das sind 4 Stück. Dann kommen die gleich hier hin. Königsfarn. Und ich habe den immer verkauft und habe gedacht, sowas brauche ich nicht.
Aber ich denke mal, ich kann den bei dem Erdgnomen-Boss kaufen. Würde ich mal sagen. Ich denke mal, das werden wir mal machen, dass ich da vielleicht den Königsfarn kaufen kann. Und hier ist auch wieder einiges fertig. Das hebe ich jetzt aber mal auf. So, die Blumen. Tja, hebe ich die Blumen auf oder haue ich die weg? Gute Frage. Viermal. Fünfmal. Zweimal. Fünfmal. Oh, dann gucke ich gleich hier rein. Ich habe zwar 6 Melonensamen, aber mal sehen, ob hier irgendwas... Ja. Nein, ich will nicht rausgehen. Obwohl, ich kann ja gleich mir die Samen schnappen hier. Ist halt nur die Frage. So. Was nehme ich denn? Ananas oder Melonen? Eigentlich Ananas ist, glaube ich, besser, ne? Okay, die bin ich los. Dann mache ich den Rest mit Melonen. So. Sehr gut. Ananas, Melonen, alles ein bisschen durcheinander, aber ist okay. Und dann kommt der... Moment. Mal gucken hier. Was habe ich denn? Melonen habe ich nicht geerntet. Ich habe 20 Ananas geerntet. Da habe ich ja Melonensamen drin. Oh, mein Honig ist auch fertig. Okay, dann muss ich mal schauen. Viermal den und das ist besser hier. So, hier kann ich auch gleich hineingeben. 10er Blumen. Schön, dass ich die dabei hatte. Das ist natürlich richtig prickelnd. Dann schaue ich mal, dass ich die eine noch hier reinpacke. Dann fülle ich hier gleich Ananas auf. So, hier war, glaube ich, auch noch Ananas drin. Den Rest kann ich dann verkaufen. Oder ich schaue in meinem Wintergarten vorbei. Dann gibt es da vielleicht auch noch ein bisschen. Mal sehen. Also erstmal das alles weg hier. So, Moment. Das Fell kann da rein. Orichalcos ist auch fertig, so wie ich das gesehen habe. Ja, das auch. Sehr schön. Habe ich wieder 11. 11-mal Orichalcos. So, das ist fertig. Das kann weg. Da könnte ich theoretisch gesehen auch Kirschen, Orangen. Nee, brauche ich nicht. So. Gehen wir in den Raureifgarten. Da waren, glaube ich, denke ich mal jetzt immer noch ein bisschen was an... Ja. So. Sehr gut. Ja, das ist auch gleich alles wieder fertig. Aber hier ist irgendwie noch nicht so richtig... Hier ist noch so ein bisschen tote Hose. Moment, ich kann aber... Ach, schade. Ich habe gedacht, ich kann ja... Ananas zu Marmelade machen, aber das geht nicht. Aber ich warte mal jetzt noch 2 Sekunden hier. Dann ist nämlich der Samen hier auch fertig. Es braucht halt alles eine Weile. Und so ein großer, fertiger bringt ein bisschen mehr. Okay, ding, fertig. Sehr schön. Dann bin ich nämlich die Ananas los hier. Sehr gut. Dann habe ich zumindest ein bisschen was an... ich hätte gleich zum Erdgnomen gehen können... Ja, mal gucken, ob der Königsfarn hat. Den brauche ich nämlich, um bessere Angelköder zu machen.
Ich hoffe doch mal, du hast Königsfahnen hier im Angebot. Brokkoli, Orichalkos. Königsfahnen. Kaufe ich gleich 100 Stück. Sehr schön. So, Königsfahnen habe ich. Was brauchte ich denn da noch? Weiches Gras, glaube ich, für die diese Angelköder. Okay. Dann können wir uns jetzt auf jeden Fall diese guten Angelköder machen. Ich brauche das Material dazu. Wir gucken mal kurz rein. Oh, die kann ich schon machen. Große Angelköder. 10 Stück kann ich mir da gerade mal machen. Was fehlt mir jetzt? Es fehlt mir E-Material. Okay. Und weiches Gras kann da hin. Dann kann ich 10 mal mit diesen. Okay. Gut. Dann kann ich sagen, die großen Angelköder sollen auf jeden Fall an meine Angel ran. Sehr gut. Dann können wir mit denen nämlich angeln. Und ich brauche auf jeden Fall wieder ein bisschen Lehm und sowas. So, das kann ich alles mitnehmen. Hallo? Meine Güte. So, 14 mal Ananassamen packe ich hier unten rein. Sehr schön. Okay, 14 und 25, das läuft. Wollen wir gleich hier versuchen zu angeln? Wenn ich hier einmal so einen großen Angelköder hier dran habe. Aber ich brauche halt Premium-Angelköder, ne? Das ist Fakt. So, mal sehen, ob wir jetzt andere Fische kriegen. Oh mein Gott, das ist schon ein großer Fisch. So, komm schon, komm schon, komm schon. Was hast du hier? Oh, was haben wir denn hier? Boah. Ach, nur ein Lachs. Das ist zwar ein fetter Lachs, aber... Das ist zwar ein fetter Lachs, aber... So, ein Stückchen einziehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das ist ein Goldlachs. Oh, legendäre Anglerin. Wieder eine Stufe aufgestiegen. Gut. Okay, jetzt wird's rot. Jetzt glaube ich... Nee, jetzt wird's nicht nochmal rot. Jetzt wird's rot, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll. Noch einen fetten Lachs. Nee, da will ich nicht hin. Kann aber immer noch keine Premium-Angelköder machen. Aber ich verbessere zumindest rucki-zucki meine Angelkünste hier. Okay, jetzt wird er gleich wieder rot. Und nochmal rot. Und jetzt ziehe ich durch, komm. Sehr gut. Okay, dann gehen wir nochmal an einem anderen... An einer anderen Stelle vielleicht fangen. Gucken, hier sind meine... Okay, was haben wir hier drin? Eine Krabbe. Okay, Tasche ist voll. Okay, was ist das? Eine Koralle? Aha. Dorsch, eine Blaukrabbe, eine Schneekrabbe, Lachs. Oh, das ist... Oh, den... Mein Honig ist auch fertig. Oh, Mann. Erstmal wegbringen mein ganzes Zeug hier. Ich hoffe da mal, dass ich die Fische verkaufen kann. Oder kann ich aus denen sogar... Nee, das war bei Stardew Valley, dass ich da Angelköder... So, guck mal, wir haben hier ein... 10er Lachs gefangen.
Koralle hebe ich mal auf. Vielleicht brauche ich die für irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ah, mein Fischi hole ich noch. Mein Honig kann ich mitnehmen. Oder kann ich den Honig nicht verkaufen? Weil es nicht ausreicht. Ist natürlich schlecht. Beim nächsten Mal muss ich das... Das ist auch noch nicht fertig. Okay. Mal sehen, was ich jetzt noch loswerde davon. Aber einen Lachs habe ich doch, glaube ich, schon... abgegeben, oder? Ich bin mir echt nicht sicher. Okay, muss ich mal schauen. Das ist eine Blaukrabbe. Eine Blaukrabbe brauche ich ja, glaube ich, nicht. Ich könnte ja die behalten. Ja, und den einen Fisch, den packe ich, glaube ich. Warte mal, kann ich die nicht hier reinpacken? Ja. Sehr schön, dann ist die nämlich weg. Mit dem Fisch kann ich ja sowieso nichts machen. Da kann ich nichts draus herstellen oder so. Nee, den kann ich nur in meinen Kühlschrank packen. Aber ich werde trotzdem noch versuchen, mal hier ein bisschen zu angeln. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, dort oben ist auch die Farbe alle. Ich aber eigentlich auch hier rauspacken und hier oben in die Kiste reinpacken, ne? So wie es auch ist. Moment, hier ist noch ein bisschen... So. Ein bisschen Lehm. Genau, jetzt stand es da. Aber was kommt denn hier für ein kleiner Fisch raus? Schon wieder ein Aal. Okay, das ist ein Goldaal. Vielleicht sollte ich die goldenen Fische in meinen Kühlschrank packen und die anderen Fische einfach mitnehmen und verkaufen. Eieieiei. Okay. Komm. Boah, gerade so rausgekriegt, ne? Ein Schlangenkopf. Ach so, ja, das sind ja die ich hier habe. Ist aber auch ein neuer, ne? Okay, der ist Pillepalle. Und Borsch. Brauche ich eigentlich nicht wirklich, ne? Also das glaube ich, das würde ich auf jeden Fall noch loswerden. Warte mal, ich werde mal die Zehner lieber reinpacken. Ne, Quatsch. Den werde ich reinpacken und die Zehner werde ich in meinen Kühlschrank packen. Ich weiß zwar nicht, ob ich die jemals brauche. Werde ich mal ein bisschen aufräumen hier. Ja, guckt mal, wie diese komischen kleinen Viecher, die können eigentlich alle weg hier. Da packe ich lieber die rein. Schlangenkopffisch, ja, und die verkaufe ich alle. Einerfische, die bringen ja, glaube ich, sowieso nichts. Wir haben noch ein bisschen Zeit eigentlich. Ich würde gerne noch das ein oder andere Mal jetzt hier angeln gehen. Mal sehen. Wir können ja hier auch angeln, ne? Ich muss auf jeden Fall ins... Ich muss auf jeden Fall ins Museum. Nee, nicht ins Museum, ins Rathaus und gucken, was ich für Belohnung bekommen habe. Und schon wieder nur ein Lachs, ein 10er Lachs. Okay, den muss ich im Kühlschrank packen. Aber wenn ich jetzt noch zum Museum fahre, schaffe ich das eigentlich?
Hat das noch auf? Eigentlich müsste es noch aufhaben, ne? Das sollte ich eigentlich noch hinbekommen. Und ich hoffe doch mal, dass dann mit der Folge die Vorproduktion beendet ist. Oh, da ist meine Süße. Wenn jetzt natürlich jemand vielleicht sogar einen Lachs will, kann ich den noch abgeben, aber ich glaube nicht. Ich glaube, da möchte keiner irgendeinen Lachs haben. Nö, festes Gras habe ich nicht. So, was bekommen wir denn hier? Köder und eine goldene Dorfmedaille. Was haben wir denn da für Köder bekommen? Einen mysteriösen Köder. Okay, mit die kann ich auch angeln. Da kriege ich doch bestimmt irgendwelche komischen, besonderen Fische raus. Das probieren wir mal noch schnell. Die goldene Dorfmedaille, die, ja, das packe ich alles in der nächsten Folge dann in meine Kiste. So, befestigen. Mal gucken, was wir mit so einem mysteriösen Köder an Land ziehen können. Vielleicht irgendeinen besonderen Fisch? Okay. Ah, mal sehen. Oder ob es wirklich wieder nur ein Aal oder ein Lachs ist oder so. Komm schon her. Ach Gottchen, was ist das denn? Ein Prachtfisch. Brauche ich denn einen Prachtfisch? Nee, einen Prachtfisch brauche ich nicht. Nee, definitiv nicht. Okay. Aber mit so einem mysteriösen Köder ziehe ich vielleicht nur so eine Prachtfische an Land. Okay, das geht schnell bei dem her. Ja, Prachtfisch. Okay, der ist jetzt auch nicht so stark gewesen. Alles klar. Naja. Gut. Habe ich noch irgendwas Besonderes? Ja, ich habe noch... Ah, die Dorfmedaille habe ich noch. Momentchen mal. Den Zehner, den Zehner kann ich reinpacken und die anderen verkaufe ich alle. Genau, und dann kann ich noch 8 Mal mit dem mysteriösen Köder fischen. Vielleicht sollte ich da auch in der Berghöhle oder so fischen. Ist irgendwas Besonderes morgen? Nein. Dann kann ich schlafen gehen, die Folge beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mal sehen, wie viel Geld wir eingesammelt haben. Ja, Wassermelonenmarmelade. 51.000 ist relativ viel, damit kann ich leben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ihr Lieben, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.